So, alle Spieler auf dem Platz. Dann kann es losgehen, auf in die zweite Halbzeit. Stefan Kießling. Ja, damit kannst du den Torwart nicht in Verlegenheit bringen. Gonzalo Castro. Renato Augusto. Stefan Kießling. So, der Ausgleich gefallen und damit sind sie wieder voll im Spiel. Und Sebastian, das war technisch richtig gut gemacht. Ja, mit Gefühl. Das war sauber, das war cool, das war genau das Richtige in dieser Situation. Sie versuchen es aus der Distanz. Ja, da wird der Trainer nicht zufrieden sein, wenn er das gesehen hat. Ja, also die große Technik war das nicht, Tom. Den Schuss verzieht er. Er hat irgendwie so ein bisschen das Gleichgewicht verloren. Schimao. Renato Augusto. Castro. Vidal. Die Abwehr steht gut. Gonzalo Castro. Stefan Kießling. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. So, jetzt kommt der Eckball. Und Schuss. Da ist das Tor und damit haben sie die Führung. Tja, und das hat schon wieder gepasst. Ja, das kann man wohl einen Doppelschlag nennen, Tom. Escudero. Sergio. Und das gibt eine Torchance. Und jetzt? Und der ist drin! Ausgleichstreffer! Und damit geht hier quasi alles wieder von vorne los. Ja, die Moral stimmte auch nach dem Rückstand. Das können wir jetzt feststellen, Sebastian. Ja, und wie? Aber man hatte auch das Gefühl, dass sie das Tor regelrecht beflügelt hat, das Gegentor. Und jetzt der schnelle Ausgleich. Also, jetzt geht's von vorne los. Hier kannst du überhaupt nichts vorhersagen heute. Ausgleich. Kadletz. Friedrich. Gonzalo Castro. Antonio Lopez. Ja, weg ist er. Und da waren wir nicht weit weg vom Tor. Dafür war der Ball ganz weit weg. Diego Forlan. Ja, da war keiner der Kollegen in der Lage, diesen Pass zu verarbeiten. Der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Und er hat eine tolle Flanke in den Strafraum geschlagen. Valera. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Da ist er gut dazwischen gegangen, hat den Angriff unterbunden. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Ja, und die Kugel fliegt ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Friedrich. Castro. Renato Augusto. Eine Grätsche, aber von der Seite. Klare Sache, Einwurf. Schimao. Diego Forlan. Freistoß. Ja, und wieder findet das Zuspiel von ihm keinen Mitspieler. Was für eine Gelegenheit! Oh, das wäre fast der Führungstreffer gewesen. Ja, und das wäre natürlich ein ganz wichtiger Treffer, aber er lässt diese Chance ungenutzt, unglaublich. Und weg ist der Ball, das ging zügig.
Gonzalo Castro. Renato Augusto. Schiedsrichter zeigt sofort an, weiterspielen. Ja, und irgendwie schafft er es nicht hinzufallen. Ja, vielleicht war die Entfernung zu groß. Ja, kurz aus dem Tritt geraten, aber nicht entscheidend. Ja, und wieder hat er den Gegenspieler erfolgreich vom Ball getrennt. Möglichkeit jetzt. Ein Tor vor jetzt. Trainer nimmt eine taktische Veränderung vor, wechselt einen frischen Spieler ein. So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich zwei Spieler kommen neu in die Partie. Schiedsrichter legt sich fest, es gibt Freistoß. Stäbel. Schimau. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, gut zurückgeholt den Ball. Von denen haben wir ja heute kaum Fehlpass gesehen. Ah, das stimmt. Also das ist schon alles sehr sicher und alles mit viel Selbstvertrauen gespielt. Ui, ja, es kann nicht immer so klappen wie beim ersten Mal. Hat sich der Torhüter auch gedacht und pariert diesen Ball richtig gut. Gut abgefangen hat er da den Ball. Stäbel. Lars Bender. Gut gehalten. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners unterbindet. Flankengelegenheit war doch kein Vorteil, so sagt der Schiedsrichter. Von der Trainerbank aus hast du ja nicht mehr so viel Macht. Aber du kannst es natürlich immer noch mit einem neuen Mann versuchen. Und der hält den sogar fest. Und Achtung, und er hat den Ball nicht unter Kontrolle gebracht. So, Schlussphase läuft, Schlussphase ist angebrochen und ich glaube, die wird nochmal richtig spannend. Schön, da fehlte nicht viel. Oh, schauen Sie mal, ganz knapp am Tor vorbei und dieses Tor wäre doch so wichtig gewesen. 3 Minuten bis zum Abpfiff. Und den muss er jetzt nur noch in den 16er kriegen. Und? Ja, eben sah das viel besser aus bei ihm. Ja, die eine Chance hat er genutzt, die lässt er jetzt aus hier. Schade. Abstoß. Das ist jetzt vielleicht die letzte Chance. Ja, sie versuchen in Ballbesitz zu bleiben, deswegen Rückpass zum Torhüter. Das könnte jetzt der Ausgleich werden. Es gibt nochmal Eckball hier. Ja, überzeugt heute hier mit sehr präzisem Passspiel. Und jetzt muss das schnell gehen bei diesem Abschluss. Und der Keeper steht bei dieser Ecke jetzt ja mitten unter seinen Feldspielern. Und jetzt versuchen sie bei dieser Ecke Druck zu machen. Sogar der Torhüter ist mit dabei. Schön gemacht. Flanke kommt nicht durch. Ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Ein
energisch, wie sich die Abwehr hier präsentiert. Tja, Trainer von Bayern 04 Leverkusen kann zufrieden sein. Sein Team war hier heute erfolgreich. Ja, liebe Zuschauer, herzlichen Glückwunsch kann man dann nur sagen. Denn manchmal ist es so, dass nicht nur das Ergebnis stimmt, sondern auch die Leistung, die dazu beigetragen hat, oder Sebastian? Ja, das haben wir auch vor dem Spiel immer wieder angesprochen und uns selber erhofft, dass wir so ein Fußballspiel sehen. Diese Spielkunst, dieser Offensivgeist, das hat mich wirklich begeistert. Also das haben sie toll gemacht. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzuschauen. Mein Name ist Tom Bayer. Ich sage Ihnen Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.